Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich ja auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut, besser, gösser. Angenehm warm mit viel Badespaß in der Aqualux Therme Fonsdorf. Es gibt Rutschen, das Wasser ist warm, draußen ist es auch schön und groß. Auf drei Ebenen mit insgesamt 900 Quadratmeter Wasserfläche bietet die Aqualux Therme Fonsdorf Erlebniswelten. Für Eltern und Kinder eine Rückzugsoase, für Ruhe- und Wellnessbegeisterte finden Sie in der Aqualux Therme ebenso. Auch die Gastronomie lässt keine Wünsche offen und sorgt, dass der Thermenaufenthalt zu einem Rundum-Erlebnis wird. Herzlich willkommen in der Therme Aqualux. Bei 36 Grad warmen Wasser planschen macht richtig Spaß. Aqualux Therme Fonsdorf. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Schön, dass Sie uns wieder begleiten beim Schlagerspiel der Runde. Wir haben wieder ein tolles Spiel für Sie ausgesucht aus der Unterliga nur da. Da wird an diesem Wochenende die 23. Spielrunde ausgespielt und der Tabellenführer Langenwang trifft im Derby auf den Tabellenneunten, auf den Nachbarn auf SV Mürzzuschlag. Und wenn die Langenwanger heute einen Dreier machen, dann hätten sie auf den Zweitplatzierten auf Grimming einen 6-Punkte-Vorsprung und das wäre ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Meistertitel. 300 Zuseher kamen auf die Langenwanger Sportanlage zum Derby Reiker Langenwang gegen SV Mürzzuschlag. Das Motto der Langenwanger, ein Sieg muss her. Vor dem Match gibt's noch ein nettes Plauscherl mit Langenwangs Obmann Ewald Knöbelreiter. Der Ewi ist schon 19 Jahre im Amt, schon ein Langzeitfunktionär. Ja, natürlich eine spannende Ausgangslage. Derby hat nicht immer eigene Gesetze und wie wir wissen, natürlich sind wir Tabellenführer und wir werden alles daran legen, heute dieses Derby zu gewinnen. Denn ich glaube schon, wenn wir heute mit 3 Punkten aus diesem Derby hervorgehen können, stehen die Chancen auf einen Aufstieg in die Oberliga wirklich sehr gut. Was zeichnet die Langenwanger Mannschaft im Gesamten aus? Ja, auf alle Fälle, wir sind ein kompaktes Team. Wir halten zusammen, das ist ganz wichtig im Fußball, weil Fußball ist einfach ein Mannschaftssport und kein Einzelsport. Die Mannschaft hat sich wirklich gut vorbereitet im Frühjahr. Das eine oder andere Match ist nicht so gelaufen, wie wir wollten, aber sie haben sich wirklich selber wieder aus diesen ganzen Situationen herausgezogen und haben zusammengehalten und das zeichnet uns sicher in der heutigen Saison aus. Und in Langenwang gibt es natürlich ein gutes Publikum. Ja, es war bis jetzt immer so gut, sehr gut. Wir werden auch wahrscheinlich heute eine sehr gute Zuschauerzahl haben und das ist natürlich zurückzuführen auf die Leistungen, die wir gebracht haben und ist eine Würdigung für die Spieler. Langenwang gleich mit dem ersten Angriff, aber die Abseitsfalle der Mürzzuschlager macht die erste Chance der Langenwanger zunichte. So schaut gutes Teamwork aus. Nettes Bild. Die Fuggertruppe versucht's wieder mit Angriffsversuch. Gnesewitsch wird angespielt und trifft mit sattem Schuss zum 1:0 für Langenwang in Minute 8. Andi Pichler im Gästetor ohne Chance. Langenwang vom Führungstor beflügelt, spielt er gleich noch einen Sitz heraus. Gnesewitsch scheitert diesmal an Andi Pichler im Gästetor. Bertl Schläge aus Semreach, in diesem Derby ein guter Spielleiter. Langenwang macht Druck, nach kurzer Gästeabwehr kommt das Leder zu Florian Hoppel. Hoppel lässt sich nicht bitten, versenkt das Leder im Netz. Spielstand 2:0 für Langenwang, ein super Auftakt für die Heimischen. Das Langenwang-Werkel läuft schon rund, Flamur Mehai knallt da an die Stange. Und auf der Gegenseite entschärft der verlässliche Matthias Willingshofer einen Gästeangriff.
Nun ist wieder der Artus dran. Das schaut alles sehr einfach aus. Der 17-jährige Flo Hoppel bedient Murici und der bedankt sich besorgt das 3:0. Der Langenwang-Zug, der rollt schon Richtung Oberliga, ganz klar. Langenwang im Spielrausch, Trainer Ernst Fucker mit dem 3:0 voll zufrieden. Erste Hälfte tut sich nichts mehr, mit diesem Spielstand geht's auch in die Pause. Langenwang in Hälfte 1 stark unterwegs. Lust auf 2 Thermakarten der Therme Aqualux von Surf? Ja, natürlich. Aber ganz eine leichte Frage, wie heißt denn der neue österreichische Tipp 3 Bundesligameister? Das ist heuer die Wien Austria. Weißt du, wie lange gibt es schon die Wien Austria? Über 100 Jahre, um genau zu sein, glaube ich 102. Wie heißt der Trainer? Ist der Peter Stöger. Und wer hat am Meistertitel einen wesentlichen Anteil? Das war heuer sicher der Torjäger, der Philipp Hosiner, der schon 32 Mal getroffen hat. Ja, alles super beantwortet. Gratuliere zu den 2 Thermakarten. Danke sehr. Langenwang meldet sich gleich mit Gnesewitsch Chance in Hälfte 2 im Spiel. Aber in Minute 54 dürfen die Langenwanger wieder jubeln. Harry Gratischnik trifft da zum 4:0. Die Langenwanger Fans kommen voll auf ihre Kosten. So schön kann Fußball sein. Nun mal die Mürzer mit einer Freistoßmöglichkeit. Dani Stanarevic versucht's und trifft zum 1:4 aus Mürz-Zuschlagersicht. War aber nicht unhaltbar, der Freistoßtreffer. Die Gäste wollen nochmals nachlegen, aber der Angriff bringt nichts ein. Bei Langenwang klemmt's nicht beim Abschluss. Die Mürzer Abwehr hat auch nicht den besten Tag erwischt. Aus einem Gestocher kommt Gnesewitz ans Leder, drückt 1:5:1 für Langenwang. Der 14. Saisontreffer für Gnesewitz. Und das war's. Langenwang schlägt es vor Mürz Zuschlag mit 5:1. Kann den Meistersekt schon einkühlen. Bei Langenwang passt alles. Gute Funktionäre, gutes Trainerteam und Superfans. Langenwang im Fußball momentan ganz groß. Ja, was sagt der Würz-Zuschlager-Tormann Andi Bichler zu dieser 5:1-Niederlage da in Langenwang? Ja, ich sage, Resultat in der Höhe, dementsprechend hohe Niederlage. Und ja, wir sind einfach mit zu wenig Emotionen meiner Meinung nach in das Derby gegangen. Die Langenwanger waren viel aggressiver wie wir und unterm Strich ein ganz klar verdienter Sieg in der Höhe. Ihr habt jetzt eine schöne Serie gehabt, 7 Spiele in Folge, nicht verloren, aber heute ist ein guter Lauf zu Ende gegangen. Ja, leider im Derby das Ganze. Also für mich ein bisschen unverständlich. Aber wenn du in der ersten Halbzeit nicht einmal die Zweikampf irgendwie annimmst, dann wirst du in einem Derby auch relativ wenig machen. Ja, gratuliere, tolles Spiel, toller Sieg. Und war das das Meisterstück? Ja, es sind noch immer 3 Spiele. Jetzt haben wir mal einen guten Schritt jetzt da in die Richtung gemacht. 5:1 ist natürlich im Derby sowieso schön, aber ja, noch ist es nicht ganz fix, deswegen warten wir lieber noch. Aber gegen Baschlurg war es halt dann schön, wenn wir dann im Meistertitel fixieren. Aber einen 6-Punkte-Vorsprung wird Langenwang sicher nicht hergeben. Das hoffe ich auch nicht. Ne? 6 Punkte sind ja, in 3 Spielen noch zum Auszuholen, deswegen warten wir mal an. Aber gegen Baschlurg dann werden wir feiern. Ja, muss ich sagen, da waren wirklich tolle Kombinationen heute dabei. Also es ist wirklich super kombiniert worden und auch schöne Tore. Ja, heute ist es wieder mal gut gelungen. Vor allem in der ersten halben Stunde haben wir einen schönen Fußball gespielt. Schön rausgespielt, die Tore auch, schön kombiniert. Das Tor war halt leider schade, aber da ist mein Bruder. Da müssen wir schauen, ob wir da einen Torwechsel machen in den letzten 3 Matches. Aber das lassen wir durchgehen vielleicht. Und 5 Tore sind natürlich schön gegen Wirt. Und wird heute gefeiert? Auf alle Fälle, ja. Ist zwar Sonntag, aber ein bisschen feiern geht immer. Danke und alles Gute. Dankeschön. Das nächste Spiel kommt aus der Gebietsliga Mürz und das heißt Dragös gegen Mariazell. Schauen Sie sich das an, es lohnt sich.